Auf der kleinen Galapagos-Insel Floriana lebt Margret Widmer aus Köln, der die Journalisten aus aller Welt den Titel Königin von Floriana verliehen haben. Seit 56 Jahren ist sie hier zu Hause. Dort, wo früher Wildnis war, hat sie mit ihrem Mann ein kleines Paradies geschaffen. In ihrem Buch Postlager in Floriana beschreibt sie ihre Gefühle, als sie 1932 an einem stürmischen Tag an Land ging. Ich bin ganz allein und komme mir vor, als sei ich gar nicht auf der Erde, als sei ich irgendwo auf einem fernen, verlorenen Punkt außerhalb der Erde. Ich war in meinem Leben noch nie so klein wie in dieser Stunde. Heinz, ihr Mann, ging auf die Jagd, um ein Wildschwein zu schießen. Margret Widmer deckte den Tisch am stillen Ozean, eine Überseekiste mit einer gebügelten Tischdecke. Warum haben die Widmers gerade hier eine neue Heimat gesucht? Also weshalb wir nach Floriana gekommen sind, kann ich Ihnen aus dem Grunde sagen, da wurde das Buch veröffentlicht von William Biebe. Da wurde die Insel, sind da so wunderbar beschrieben. Ganz genau, wo die Quelle ist, was an Rinder da ist, was an Zitronen, an Apfelsinen und Wasser. Und da haben wir gedacht, dass das die beste Gelegenheit sei, um sich durchzubekommen das ganze Jahr. Da wurde ja auch 1930 in der Berliner Illustrierte die Geschichte von Dr. Ritter veröffentlicht. Und da das ja auch ein Deutscher war, hatten wir gedacht, dass das eine ganz nette Zusammensetzung sein könnte. Bueno, wir hatten uns etwas getäuscht, aber es war eine ganz gute Experienz ja für das Leben. Die Vulkaninseln gehören zu Ecuador und liegen rund 1000 Kilometer vom Festland entfernt. Die spanischen Eroberer gaben ihnen den Namen Galapagos. So nannten sie auch die dort lebenden Riesenschildkröten. Margret Widmer schreibt in ihrem Buch, selbst auf dieser einsamen Insel hat man Hausfrauenpflichten. Das Feuer darf nicht ausgehen, Streichhölzer sind knapp und einen Laden gibt es weit und breit nicht. Auf ihren Streifzügen durch die Natur trifft die Rheinländerin auf gute Nachbarn. Sie findet, Floriana ist ein wahres Paradies für Tiere. Sie alle haben hier keine natürlichen Feinde. Jede Art lebt still und friedlich für sich in ihrem eigenen Lebensraum. Hier findet man die großen Meerechsen, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt. Sie wirken wie die Nachfahren riesiger Drachen aus der Frühzeit der Erde. Sie ernähren sich von Algen auf dem Meeresgrund und nach der Mahlzeit
sonnen sie sich auf den Lavafelsen. Ein paar Tage nach der Landung machten die Wittmers ihren Antrittsbesuch bei dem Berliner Arzt Dr. Friedrich Ritter, um sich ihm vorzustellen. Aber er schrieb ein Buch über das Leben im Paradies und wollte nicht von Menschen gestört werden. Er war überzeugt, sie bringen Unglück, die gezähmten Bestien der Zivilisation, wie er alle nannte, die seinem Paradies zu nahe kamen. Er wollte fleischlos leben und 100 Jahre alt werden. An der Stelle, wo Dr. Ritters Hütte stand, hat sich Senor Cruz niedergelassen, ein ehemaliger Journalist. Er verkaufte seine Schreibmaschine, weil er reif für die Insel war. Die Zivilisation ging ihm auf die Nerven. Jetzt ist er ein glücklicher Robinson, der nichts über Ritters böses Ende sagen will. Er meint, man soll die Toten ruhen lassen. Ritter warnte die Wittmers, wer nicht stark genug ist, um hier etwas Außerordentliches zu leisten, der soll lieber zu Hause bei Muttern bleiben. Das gibt sonst nur heulendes Elend inmitten einer unbarmherzigen Natur. Margret Wittmer fand den Naturapostel ziemlich unheimlich. Er besaß Dynamit, eine Jagdflinte und Zyankali, um borstige Wildschweinkeiler zu töten, die nachts die Kartoffeln in seinem Paradiesgarten plünderten. Margret Wittmer sagte sich, ein Zurück gibt es nicht. Wir müssen stark sein, wir werden graben, einen Garten anlegen, Bäume pflanzen, Mangos und Papayas. Und eines Tages werden wir ernten und unseren ersten Papaya-Cocktail trinken. Doch jedes Paradies hat seinen Teufel, dachte sie. Eines Tages zeigt er sein Gesicht. Sie war bereit, um ihr Glück zu kämpfen. Mein Mann wollte nach diesem Kurs, so wie man das nennt, gehen, um etwas frisches Wasser zu holen, da man doch 6-8 Tage auf dem Schiff war. Und dann hat er Dr. Ritter gleich getroffen. Dr. Ritter musste uns gesehen haben und ist dann wohl runtergekommen. Und dann sagte er, wir sollten doch zusammen nach oben gehen. Aber da ich 8 Tage auf dem Schiff hin und her geschaukelt wurde und dauernd seekrank war, den habe ich das abgelehnt und haben ihm versprochen, den anderen Tag zu ihm aufzukommen. Das haben wir dann auch gemacht. Ritter selbst machte einen ganz sympathischen Eindruck. Aber Dore spielte gleich die Wissende hervor. Sie war ja vom Beruf auch Lehrerin, nicht? Und das merkte man gleich. Es war keine, wie soll ich sagen, keine Sympathie. Sie wollte immer direkt damit.